Willkommen zurück, liebe Genossen. Mir juckt's im Ohr. So, wir sind wieder da. Es ist ein bisschen was passiert. Also, die Brauerei ist fertig. Allerdings hatte ich das Problem, dass der Fußweg zu lang ist. Ich zeig's euch. Fußweg wird nicht erreicht. Ich habe da nachgemessen. Also, von diesen 274 Metern von hier, also ein bisschen weniger, bis hier hoch sind es fast 100 Meter in das Werk rein. Deswegen habe ich jetzt hier einen Tunnel gebaut. Der ist auch schon fertig. Hier. Es fehlt jetzt eben nur noch hier drüben der Ausgang. Das müsste dann eigentlich reichen. Wir sind ja bei 80%. Weiteren hier oben sind zwei Wohnhäuser fertig. Könnt ihr eigentlich ein weiteres starten? Möchte ich das noch? Ja, komm, wir bauen ein weiteres. Gebt mir hier Gas. Ich habe umgesiedelt. Ich habe hier oben ein Gebäude abgerissen. Das ist das längliche, weil ich ja hier eine neue Siedlung bauen will. Des Weiteren habe ich hier einen Stromanschluss, den vergessen zu starten. Die Leitung ist nämlich schon gelegt, die liegt bis hier. Also ich kann es euch unterirdisch zeigen, bis hier liegt die Stromleitung. Und die habe ich jetzt auch unterirdisch gelegt. Und ja, sobald jetzt, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen zu starten, das machen wir auf hohe Priorität. Also sobald das hier dann gebaut ist, dann reiße ich hier den Strom ab, beziehungsweise erstmal nur hier unten, nur ein Mast, dann geht das schneller und dann schließe ich das Stromkabel hier an. Und dann kann ich diesen ganzen Stromdinger hier abreißen. Der neue, wie gesagt, steht hier und dann können wir hier ein Wohngebiet bauen, bauen einen zweiten Kindergarten und ja, dann geht es ein bisschen voran und hier in diesem Bereich möchte ich tatsächlich die Rundfunkanstalt bauen, um auch die Regierungsloyalität ein bisschen nach oben zu pushen, die bei 42% liegt. So, hier ist mittlerweile wieder Zufriedenheit eingekehrt. Die waren extrem unzufrieden, weil ich sie umgesiedelt habe. Das waren die ehemaligen Bewohner von diesem Gebäude hier. Hier habe ich ein paar neue dazu gekauft. Deswegen sind wir jetzt bei 2, wir waren schon bei 2,9, fällt mir gerade auf. Warum sind da ein paar Leute gestorben? Todesfälle 25. Okay. So, man braucht nicht mal ein Kennzeichen und so weiter. Wie und wo du Autofahren gelernt hast. Okay, ja. So, übrigens, aus der Perspektive sieht es ein bisschen kacke aus, sehe ich gerade. Irgendwie ist bei dem Rauszoomen sind die Bäume nicht mehr ganz so hübsch. Wenn man dann aber mal reinzoomt, so auf diese Höhe. Ich habe hier ein bisschen grün gebaut und die Bäume sind mittlerweile auch ein bisschen gewachsen. Gut, es war jetzt vielleicht nicht die geilste Idee, eine Fichte hier draußen hinzubauen, hinzustellen. Da muss ich dann doch eher Tannen wie hier oder die normalen Bäume. Aber die Fichten, die sind jetzt vor allem, die bedanken sich, die haben nicht mal mehr Licht. Hier der Baum, der steht. Ich habe übrigens in meiner alten Wohnung auch so eine, es war aber so ein Riesentank. Oh, die wachsen noch weiter. Also einfach ein bisschen Grün in die Anlage gebracht letzten Endes. Das werde ich auch in der weiteren Stadt so machen. Allerdings werde ich keine hohen Fichten mehr bauen. Die versperren ein bisschen die Sicht für die Einwohner. Spieler, du hast von Google Maps ja genau. Du hast recht, wenn man so weit rauszoomt, dann wieder rein. Übrigens, Leute, ja, obwohl ich hier ja nur in einer 2200 Einwohner Dörfchen vor Ort von einer Großstadt wohne, bei uns war immerhin schon das Google Maps Auto unterwegs, das für Google Street View und bei mir. Also in meiner Straße waren sie tatsächlich selber nicht, also wo ich direkt wohne, weil das ist eine Sackgasse, aber eben die Straßen drumherum kann man mit Street View machen. Das gibt es, glaube ich, in meinem alten Heimatort nicht. Und der hatte immerhin 15.000 Einwohner. Ja, genau, die Bäume werden zu 2D-Objekten, so ab hier. Aber, ja, wobei, die Fichten so ein bisschen, aber die, was waren die anderen hier? Moment, ich muss kurz gucken. Buchen, genau. Akazie könnten wir noch ein bisschen. Hier passt eine Akazie hin, hier, ja, genau. Auch noch ein paar Akazien hier hin, hier passen 4 Stück hin, jawohl. Hier auch noch ein paar. Super. Hier haben wir noch Platz, hier ist ja noch gar nichts platziert. So. Wunderbar. Initiative Grünere Stadt hat das veranlasst.
So, hier ist der Müll jetzt dann demnächst abgeholt. Das hier braucht er allerdings noch. So, wie schaut es denn hier aus? Fußgängertunnel. Das PP-Bräu. Es läuft. Sehr schön. Aber wir müssen nicht so viele Leute arbeiten. So viel hier brauchen wir nicht. Ja, man kann mit Holz tatsächlich Geld verdienen, ja. Aber nicht viel. Was haben wir hier? Neuer Fahrzeugtyp, neues Auto. Also mache ich ja auch. Weiß ich, exportiere es immer noch. Mal kurz nachschauen. Ja, hier, ich exportiere halt den Bretter. Ich habe 1600 Tonnen Bretter entsorgt. Exportiert. Und fast 6000 Tonnen Öl für 1 Million Rubel exportiert. Also ich, aber du kannst auch das Holz tatsächlich selber. Oh, da fällt mir gerade was ein. Das wusste ich, das habe ich so noch gar nie gesehen. Gut, er hat 1300 Tonnen. Also ich meine, er ist ja gezwungen, neu zu pflanzen, aber ich könnte doch jetzt hier. Ja, ich könnte es hier einfach ein paar Buchen pflanzen, dann hat mein Sägewerk. Okay, das ist eine Mechanik, die habe ich noch überhaupt nicht bedacht. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, weil mit Zierobjekten habe ich mich noch nicht so, so beschäftigt. Das bedeutet, man kann eigentlich ein Sägewerk irgendwo in die Walachei setzen, wo überhaupt keine Bäume sind, und haut dann einfach ein paar Bäume drumherum. Die brauchen natürlich eine Weile, bis sie wachsen. Aber danach geht es dann. So, neuer Anhänger haben wir. Was haben wir hier? Ein Gebäude. Das ist neu, oder? Ah ja, das brennt gerade eben erst. Okay. Feuerwehr unterwegs. So, Forschungsprogramm haben wir abgehört. Bauxitaufbereitung, jawohl. Dann wollen wir was Neues forschen. Neuer Fahrzeugtyp, neues Polizeiauto. Okay. So, jetzt müssen wir mal kurz in den Forschungsbaum reingehen. Feuer gelöscht, jawohl. Forschungsbaum. So, dann schauen wir uns den mal an. Medizinische Universität ist natürlich auch was ich noch machen sollte, weil ich so niedrige... Ja, Lebenserwartung ist wieder bei 70 Jahren immerhin. Also hier oben bin ich ja noch gar nicht im Ingenieurwesen. Da könnte ich mechanische Bauteile und könnte dann Richtung eigenen Autos gehen. Das Problem ist, meine Stadt ist für Autos nicht ausgelegt. Weil Autos brauchen Parkplätze und Parkplätze habe ich keine gebaut. Flugzeugproduktion wäre natürlich auch noch was. Ich könnte Richtung Stahl gehen, aber die Stahlherstellung an sich, die ist mega umfangreich. So, Stahlseile, Starkstromkabel, Stromverbindung zum sowjetischen Block. Dann könnte ich Strom exportieren. Stromverbindung zu westlichen Ländern könnte ich auch exportieren. Hier Pipeline-Verbindung zu westlichen Ländern. Das wäre tatsächlich was, weil dann könnte ich das Öl per Pipeline exportieren und müsste keine LKWs mehr fahren lassen. Ich glaube, komm, wir gehen in die Richtung Stahlermüdung und Stahl. Dann komme ich auch hier oben Fortschritt ins Ingenieurwesen theoretisch. Also Stahl brauche ich wohl nicht, aber Stahlermüdung muss ich erforschen, dann Druckanpassung für Pipelines und dann Pipeline. Moment, ich habe Stahl ausgewählt aus Versehen, ja, das wollte ich ja nicht. Stahlermüdung wollte ich, genau. So, jetzt wollte ich dir zeigen, Holz, genau das habe ich jetzt gar nicht gemacht, hier Holz. Also Holz bringt halt nicht viel. Vamos. Hier Holz bringt nicht mal 10 Rubel pro Tonne. Also die Bretter sind ein bisschen besser mit 14 Rubel. Aber da ist halt auch der Preis ist halt relativ gering, weil ich viel exportiere. Das muss man halt bedenken. Also die Mechanik ist tatsächlich so dahinter. Je mehr ich exportiere, umso geringer ist der Preis, weil ich den Markt überschwänge. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Wahrscheinlich war es bei der letzten YouTube-Aufnahme, deswegen dürft ihr euch das Gesabbel nochmal anhören. So, wie schaut es denn hier aus? Okay, ist bei 56. Okay, der Arbeitsschritt ist beendet, es fehlen wieder Bretter. Alles klar, und muss jetzt ein Gerüst gebaut werden. Oh, die Lenin-Statue ist auch fertig, jawohl. Wunderbar. So, das Gebäude ist immer noch nicht ganz abgerissen, weil... gemischter Müll, Metallschrott... So, wie schaut es hier aus? Hier haben wir immer noch 33 Tonnen Biomüll drin. Und das Ding hier, oh, das Ding ist voll. Weil
Ach so, ja, klar. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt kann das Abrissbüro haut nämlich alles hier rein. Um die Uhrzeit gehst du noch auf die Gasse. Also echt. Nix. Viel Spaß trotzdem. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao. Ja, das Baubüro will hier seinen gemischten Müll loswerden. Und hier ist noch gemischter Müll. Das heißt, das Ding wird nie voll abgerissen, weil das Ding hier jetzt voll ist. Das ist die Frage, was mache ich damit? Also das ist, ihr seht, 50% Bauschutt, 5% Metallschott. Metallschott, genau, Metallschrott. Ich frage mich nur, was die anderen 45% sind. Wahrscheinlich wirklich gemischter Müll. Problem, oh, das ist auch jetzt voll, weil das natürlich hier nichts mehr exportieren kann. Das bedeutet, ich muss jetzt... das Ding hat gar keine Straßenverbindung, sehe ich gerade. Vergessen, eine Straßenverbindung zu bauen. Ich baue erstmal so eine, damit das Ding hier gebaut werden kann. Und dann sollte das mal auf hohe Priorität laufen, weil ich muss das Zeug dann da reinschaffen irgendwie. Ah, das ist eine gute Frage, was mal, aber das dauert noch viel zu lange. Gut, die hat natürlich noch Kapazität, die läuft halt jetzt voll. Hier. Müssen wir auch eine Einwegsverbindung machen. Okay, der lädt den Dünger. Also wenn der Dünger ganz weg ist, wird das, wie gesagt, zum Sondermülldepot. Dann muss ich allerdings irgendjemandem dem Typen hier sagen, dass der den Biomüll da nicht mehr abliefern darf. Und hier ist das. Nee, das bist nicht du. Auch nicht du. Das bist du, genau. Hier, das Biomüll. Der hier. Das muss raus. Erstmal Biomüll an sich muss erstmal raus, damit da kein Biomüll. Ich meine, das soll. Das Ding ist ja quasi leer. Gut, die haben so viel Platz. Der soll. Nee, Moment, das soll jetzt einfach mal kurz einfach aufhören zu arbeiten. Bis das Ding hier gebaut ist. Das wird eine Weile dauern. Braucht auch 144 Tonnen Beton. Wie schaut es hier aus? Stromverbindung ist fertig. Dann kann ich jetzt hier abreißen. Wir haben 5. April, wir haben 17 Grad, das ist okay. So, dann reißt das ab. Ich hoffe, ich habe hier nichts weiteres. Nee. Okay, Abriss los. Hohe Priorität. Wir mal gucken, wie weit der Fußweg jetzt ist. 172 Meter nur. Was Elektrizitätsprobleme? Ja, das ist mir durchaus klar. Hier oben haben jetzt ein paar keinen Strom mehr. Nicht ihr da oben. Das Gebäude. Das ist das einzige, was keinen Strom mehr hat. Tatsächlich nur dieses eine. Alle anderen haben Strom. So. Der Abriss geht auch relativ schnell. Problem ist der gemischte Müll. Wobei, nee, gemischter Müll kann das Abrissbüro, glaube ich, da oben entsorgen. Mal kurz gemischter Müll. Ja, genau, das ist hier. Moment, der kann aber eigentlich jetzt mal kurz. Moment, den werde ich jetzt hier mal geschwind. Wenn wir jetzt hier einfach mal kurz aufhören. Und dann kriegt er jetzt auch
den Befehl hier. Ach, verdammt, warum nehme ich das wieder raus? Ah, gut. So. Dreht mir gerade mein Auge. Ah, Moment, hier sehe ich gerade, hier ist die Werksverbindung falsch rum. So, genau, also du jetzt nochmal, du gehst hier. Was ist das hier? Das ist ja gerade Fahrzeugdepot. Hier sollst du nichts machen. So, du sollst im Bauernhof sollst du entladen und zwar da. Und hier sollst du Dünger geladen. Im Start. Damit das Ding schneller leer wird, dürfen jetzt zwei fahren. So, wie läuft's hier? Der Bau läuft ohne Probleme. Wie läuft's hier? Der ist bei 66%. Und den Abriss abgerissen ist es. Dann bitte Info, sobald der Müll abgeholt worden ist. Damit ich kann eigentlich den Absatzbüro hier sagen, Moment, warum sage ich dem Absatzbüro nicht, ihr gebt den Bauschutt und den Metallschrott hier weg? Genau, ihr gebt den hier ab. Ist doch viel sinnvoller, weil ich kriege ja Geld dafür. Das brauche ich doch gar nicht auf meiner eigenen Deponie lagern. Weg mit. Ist auch ein bisschen Stau. Hier ist relativ wenig Pflanze da. Gut, hier ziehen natürlich jetzt mittlerweile drei dran. Moment, das bist du das. Ja, du holst einen Kornspeicher. Alkohol, Essen und Stoff, genau. Du entlädst hier, ja genau. Ja. Hatte ein drehendes Auge, aber danke, ich habe es vergessen wieder anzumachen. So. Genau. Ah, hier sind jetzt beide gerade am Aufladen. Das ist gut. Dann haben wir die 20 Tonnen bald weg. Das wird nämlich dann, wie gesagt, zum Sondermüll. Das habe ich jetzt, glaube ich, zum 10. Mal schon gesagt. So, Bau beendet. Wunderbar. Dann kurz Stopp, jetzt müssen wir nämlich hier direkt den Strom ziehen, damit da wieder Stromverbindung herrscht. So, einmal den hier. Und nein, natürlich nicht abbeißen. Bau fortsetzen und hohe Priorität. So. Sag mir Bescheid, nur damit ich es weiß. So, und jetzt werde ich den ganzen Rest hier abreißen. Warum ich es vorhin nicht gemacht habe, ist eigentlich ganz einfach. Weil sonst würde nämlich das Ganze als eine Baustelle gelten und dann würden die könnte ich erst eine neue Stromverbindung bauen, wenn hier alle Masten abgerissen sind. Und das dauert zu lang. So. Reißen, genau. Genau, ihr seht, das gilt jetzt als eine große Baustelle. Und dann würde es ungleichmäßig länger dauern. So, hier ist es nur noch Metallschrott. Dann ist das mal fertig und dann kann ich da mit der Planung beginnen fürs neue Wohngebiet. Und wenn das weg ist, kann ich hier den Rundfunksender hinsetzen. Ach, schaut, hier wird schon kräftig gebaut. Es geht Gott sei Dank relativ schnell, wenn es auch nur kurze Bereiche sind, sodass die Gebäude nicht allzu lang ohne Strom sind, aber ein Weilchen sind sie dann trotzdem ohne Strom. Das, wie gesagt, das finde ich ein bisschen bescheuert. Man müsste, um das zu verhindern, müsste ich eben hier eine Stromverbindung irgendwo anders ansetzen. Hier hätte ich sie tatsächlich noch von hier nehmen können.
Die hätte ich noch frei. Und dann erst die abreißen. Aber jetzt in dem Fall geht es. Das betrifft ja nur dieses Gebäude hier. Die haben keinen Strom. Bin halt ein bisschen unzufrieden, aber das klärt sich gleich wieder. Aber die Bevölkerung will gerade nicht so wirklich steigen, sehe ich. Wir waren schon höher, wir waren schon bei 2,9. So, wir können aber gucken, ob wir hier noch was forschen können. Machen wir halt das. Ich meine, ich werde zwar jetzt demnächst keine Flughäfen bauen, aber ich meine, kostet ja nichts. So, also das ist schon abgerissen. Okay, das Umspannwerk ist schon weg. Das Abrissbüro ist nicht zugewiesen. Warum denn das nicht? Jetzt aber. Schaut es hier aus. Jetzt endlich weg. Endlich weg. So, jetzt können wir auch die Straße wegnehmen. Was starten. Kann ich die. Das hier kann ich eigentlich auch schon abreißen. Den Bus hier. Den kann ich, keine Ahnung, wo sein Depot ist. Den kann ich hier mal zurückschicken. Okay, du bist der zweite Bus, der dazu gehört. Du kannst dann auch mal zum Depot zurückkehren. Ich bräuchte dann nicht mehr. Die Straße hier muss auch weg. So, bitte alles weg. Laufen immer noch Leute hin. Ne, das sind Arbeiter. Oh Gott. Ne, ne, ihr sollt hier nicht auf der Baustelle arbeiten. Hier gibt es nichts mehr zu arbeiten. Das Ding ist doch schon abgerissen. Das ist auch schon abgerissen. Da muss nur noch der Müll abgeholt werden. Gut, läuft's. So, hier das Gebäude. 87%. Wie schaut es hier aus mit der Müllbehandlung, das dauert noch ein bisschen. Schaut hier aus, hier sind wir gleich leer. Fehlt nur noch, okay, Beton, Stahl, nicht mehr so viel. Aber Arbeitszeit fehlt halt noch sehr viel. Ein kleines Glas Espresso mit Milchschaum und viel Schokolade, okay. Dann ist das Glas wahrscheinlich nicht mehr so klein. Oder hast du die Schokolade nebenher zum Essen? So, genau, ihr beiden Busse, ja, wahrscheinlich muss ich euch woanders noch einsetzen, muss ich mal überlegen. So, die Bauten laufen, die Abrissarbeiten laufen, hier geht es dann bald in die Planung. Was macht meine Geheimpolizei so? Also so wirklich viel macht die halt auch nicht, außer dass ich jetzt eben weiß, wer wie regierungsloyal ist. Die sind am loyalsten, weil das sind die neu eingekauften, die sind bei 55%. Ist die Zufriedenheit immerhin wieder bei 80. So, Bau beendet, okay. Welcher Bau war das? Hier unten, genau, ah ja. Jetzt ist wieder Strom da, genau. Jetzt ist hier Strom drauf. Jawohl, damit habt ihr wieder Strom. Jawohl, okay. Das mit der Spielbrutalität, ich glaube, das ist einfach was dem Spiel noch nicht gibt, weil das würde natürlich die Zufriedenheit noch voll ganz nach oben schießen lassen. 91% haben ein Radio, 52% haben ein Fernseher. Deswegen ist es besser, wenn das hier dann weg ist, den Rundfunksender zu bauen und nicht die Fernsehstation. Weil damit erreiche ich deutlich mehr Leute. Also das ist der nächste Plan, hier die Rundfunkstation zu bauen. Also muss einfach nur hier der Müll abgeholt werden. Oh, er ist abgeholt, er ist weg. Jawohl, alles klar, ich kann platzieren. So. Rundfunkhaus.
Du hast einen Straßenanschluss. Warum passt du hier nicht hin? Warum? Aufgrund von welcher Infrastruktur? Was stört dich denn? Gott, die ist doch noch nicht ab. Ach, das ist doch noch nicht weg. Okay. Ich dachte, die wäre schon weg. Mein Fehler. Alles klar, Spinatonei. Ich danke dir vielmals fürs Reinschauen. War mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. So, jetzt müssen wir noch warten, bis der gemischte Müll hier abgeholt wird. Aber das ist doch gemischte Müll, wird der hier abgelegt. Also das macht es dann doch. Gut, das Abrissbüro ist halt nicht besonders groß. Es hat gerade viel zu tun. Dann machen wir das mal wieder aus. Was wir da brauchen? So 73% schon. Ich meine, da fällt mir gerade was ein. Der Fußweg hier aber passt noch. Ja, 282. Okay, alles klar. Hier natürlich jetzt auch noch Platz, irgendwas reinzubauen. Was ist eigentlich hier mit meinen Chemikalien aus? 1,1 Tonnen. 2,3 Tonnen ist relativ. Wenn nicht lagern oder exportieren, Abwasser? Was? Wassertank Import ist voll. Wasser, fehlende Ressource, Chemikalien. Verdammt. Wie gehen die Chemikalien aus? Es sind auch keine mehr. Oh Scheiße. Zum Glück habe ich das noch gemerkt. Aber hier sind doch Chemikalien. Aber eben nicht genügend. Oh, und deswegen. Verdammt, wie kriege ich jetzt am schnellsten Chemikalien her? Backup bauen, falls ich noch darf. Verdammt, zum Glück ist mir das gerade aufgefallen. Okay, ich habe noch Platz. So, schnell ein paar Fahrzeuge gehabt. Mal immer den gleichen Fehler. Straße, danke. So, neues Fahrzeug, Gesamtkapazität. Ich zeige alles, abgedeckte Ladefläche. Zwei Stück. Oh, der ist teuer. Der neue hier. So. Und du kaufst Chemikalien von da. Lieferst sie dahin. Du belädst dich hier und entlädst dich da. So, genau. Du kaufst im Zollhaus Chemikalien und lädst bis 30% Chemikalien da auf. Das bedeutet, wenn ich selber genügend produziere, dann wird auch nichts mehr gekauft. Aber jetzt brauche ich mal in allererster Linie Chemikalien. Damit das andere fatale Büro, die hier abholen kann und hier verteilen kann und hier verteilen kann. Meine Wasserqualität ist nämlich... Ich habe kein Wasser mehr. Also ganz dringend. So, hier kommt er. So, und hier fährt der nächste sofort los. Und der ist zur Wasseraufbereitung, bringt es da vorbei. Okay,
Okay, 2,1 Tonnen Chemikalien zur Wasseraufbereitung, das ist schon mal wichtig. Und der bringt hier Chemikalien. Okay, jetzt wird wieder Abwasser. Und damit kann ich wieder selber Chemikalien produzieren. Okay. Gut, haben wir Glück gehabt. Haben wir gerade noch reingeregt in die Folge, also da muss man immer wieder aufpassen. So, Arbeiter, ich muss mal kurz gucken, nicht, dass hier welche zu lange warten. Weil der ist jetzt schon 26 Minuten auf der Plattform. Hier kommt der nächste Bus. Der muss warten. Der muss warten. Ja, das ist ganz schön eng. Jetzt sind gleich zwei gegen. Ich glaube, ich muss hier nochmal ein bisschen Vorfahrtregel machen und dann beenden wir auch die Folge. Moment, ihr habt hier Vorfahrt. Warum hast du gerade gewartet? Was ist eigentlich Vorfahrt? Hier, mir fehlt die Vorfahrt. Mir fehlt die Vorfahrt. Was? Genau. Tankstelle hat Vorfahrt, sonst geht's noch, oder wie? So, der hier muss warten von da, genau. Hier ist auch so rum Vorfahrt. Hier ist auch so rum Vorfahrt. Ja, okay. Kann man aber wieder ein bisschen, dass die Hauptstraße hier einfach ein bisschen schneller fährt. Was ist mit den ganzen Bussen hier? Moment mal. Okay, das ist der von ganz außen. Und wer bist du? Industriegebiet Umstadt. Bushaltestelle, welche ist das? Ach, der fährt nur tanken. Okay, alles klar. Okay. Die Schokolade ist selbstverständlich im Espresso drin. Okay. So, wir haben Stahlermüdung erforscht, jawohl. Dann Stahlseile, war das richtig? Ich glaube, ja. Nee, Druck anpassen für Pipelines. Moment. Hier, Druck anpassen für Pipelines, das wollen wir haben. So, das Gebäude ist auch. Hier wohnen schon 75 Leute drin. Wir sind jetzt bei fast 3. Okay. Habe ich hier einen Haken vergessen? Ich glaube, ich habe fast den Haken vergessen rauszumachen. Ich glaube, ich. Moment. Oh ja. Ich habe ausgesehen ein paar Einwanderer eingeladen. Okay. Gut. Es war so nicht beabsichtigt, aber gut. Gibt Schlimmeres. Ich habe ja Gott sei Dank genügend Geld. In diesem Monat habe ich jetzt ein bisschen ein deutliches Minus gemacht. 158 ist der Preis. So, Chemikalien. Genau, okay. Ja, es wird jetzt geguckt, dass hier genügend drin ist. Die produzieren ja jetzt auch wieder. Dann ist das hier so mein Backup dafür, dass die Chemikalien nicht ausgehen. Wie schaut es denn hier aus? Immer noch 99 Tonnen Alkohol drin. Ist eh die Frage, ob ich den Alkohol hier nicht... Ich glaube, ich werde den Alkohol verkaufen. Moment, dann kriegt ihr noch eine zweite Aufgabe. Und zwar dürft ihr von hier im Zollhaus, dürft ihr nämlich den Alkohol entladen. Und zwar wenn der Alkohol alles unter 50%, also wenn über 50% ist, dürft ihr Alkohol laden. Und dann dürft ihr das verkaufen. Dann habe ich immer 20 Tonnen Reserve. Ja, hier könnte ich eigentlich auch mit dem Essen machen, aber da warte ich noch ab mit dem Essen. Gerade wenn hier dann voll ist, dann weiß ich nicht, wie viel ich brauche. So, jetzt ist das Ding hier endlich abgerissen und ich habe vergessen, die Folge zu beenden. 35 Minuten, aber wenn ich jetzt eh schon so überzogen habe, dann bauen wir das Ding hier noch selber, noch zusammen. So. Okay, es
krieg da auch gar keine Straßenverbindung hin, weil da ein Fußweg im Weg ist. Den platzieren wir das und ich muss den Fußweg jetzt abreißen. Aber das mache ich jetzt offline so. Das Rundfunkhaus ist platziert mit seinen 11.000 Arbeitstagen, 850 Tonnen Beton. Ja, ist noch was für uns. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.